Heute geht es um die Sendung vom lieben Yannick. Und was uns darin erwartet, abgesehen von dem vom Postboten gratis mitgelieferten Popel hier rechts im Bild, das erfahren wir nach dem Intro. Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge Neuzugänge. Ich habe das Ganze schon mal ein bisschen ausgepackt, ein bisschen durchgeguckt. Die Comments aussortiert, war nicht viel. Ihr seht es hier, war ein kleiner Stapel. Absolut nicht nennenswert. Es gibt ein paar Comments, die bei uns holos waren und so, aber damit müssen wir uns heute nicht aufhalten. Wir haben einmal hier oben eine einzelne Bestellung aus unterschiedlichen alten OCG-Karten und hier etwas relativ Modernes. Wir haben nämlich zum einen ein paar Super Rares aus dem Link Reigns Pack 2 und zum anderen die Rares aus demselben Set. Die Karten hat man auch schon im Video meines Händlers gesehen, Katastrophe. Da wurden allerdings noch mehr Karten gezogen, ein paar Ultra Rares, die man mir leider vor der Nase weggekauft hat. Sonst hätte ich die auch noch genommen. Also wer wissen will, was er also im Allgemeinen gezogen hat, das heißt komplett, das ist ja nicht alles, was er gezogen hat, der schaut sich sein Video nochmal an. Kanal und seine Facebook-Kontaktdaten, falls ihr was bestellen möchtet, sind in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, wir fangen hier oben mit dem ersten Päckchen an. Das heißt, wir legen uns die hier mal oben sehr dekorativ zur Seite, damit die uns hier beim Zeigen nicht im Weg umgehen. Und fangen an mit dem Metal Raider, wollte ich schon fast sagen. Da bin ich im Kopf schon weiter. Nein, mit dem Vorsplünderer oder Vors Raider auf Englisch. Das Kürzel der Karte ist G4-17. Ja, so sieht's aus. Und die Karte kommt aus einem Spiel. Das ist eine Spiele-Promo. Und zwar vom Spiel Yu-Gi-Oh! Duel Monsters 4 Battle of Great Duelists. Ja, eine relativ schöne Karte in Ultra Rare. Es gibt den Vorsplünderer auch bei uns in Ultra Rare, allerdings in einem alternativen Artwork. Ansonsten gibt es den auch noch in Secret Rare aus der Tinbox damals und meines Wissens nach auch ein paar Common-Versionen, ich glaube aus den Yugi Legendary Decks. Das könnte aber auch das alternative Artwork gewesen sein, da bin ich mir nicht sicher. Und ich glaube auch aus dem Duelist Pack gibt es den dann noch in Rare oder so. Das ist eine von 18 Promos, die in diesem Spiel insgesamt vorhanden waren. Es ist allerdings so, dass dieses Spiel in drei verschiedenen Versionen existiert hat. Einmal die Kaiba-Version, die Yugi-Version und die Yonoshi-Version. Und jedes dieser Spiele hat 6 verschiedene Promos gehabt. Unter anderem waren da auch die Götterkarten dabei in Yugis Version. Und in meiner Version, beziehungsweise in, oder sagen wir so, meine Karte, kommt aus der Kaiba-Version. Ja, also die hier ist aus der Version vom Kaiba. Sehr schön, die Karte ist Nirmint. Und ja, natürlich im alten Layout, nicht im ganz, ganz alten Layout, nur im alten Layout. Das ganz alte Layout hatte ja den Kasten hier oben, wo sich Name und Attribut befinden. Der war noch ein bisschen schmaler. Und wir haben natürlich das Auge von Anubis und die Set-Angabe. Aber sonst wirklich das ganz alte Layout. Sehr schön. Weiter geht's mit Gazelle, König der mythischen Bestien. Die Karte hat das Kürzel ME83. Ist auch eine relativ günstige Karte. Ich habe auch noch ein paar mehr von denen. Die habe ich allerdings damals ein bisschen überteuert kaufen müssen von meinen alten Händlern, die doch deutlich teurer waren als mein aktueller. Und die Karte kommt aus dem aus der japanischen Variante des Metal Raider Sets. Es ist nun so, dass man unser Metal Raider und das Metal Raider aus Japan nicht miteinander vergleichen kann. Also unser Metal Raider, das ist eine Kombination aus zwei japanischen Sets. Da haben sie Metal Raider aus Japan genommen und das OCG-exklusive Hauptset Revival of Black Demon Dragons und haben das quasi zu unserem Set fusioniert, wenn man so möchte. Das Set kam übrigens im OCG am 22.02.2001 raus. Na, ihr seht, sehr schöne Karte. Man kann mich hier auch sehen. Ja, auf jeden Fall mega nice. Und natürlich Nirmint, ne? Wer hätte es gedacht? Jetzt kommen wir zu einer Karte, die mir persönlich bis heute Nachmittag vollkommen unbekannt war. Und das ist der elektromagnetische Wurm. Eine Karte, die mich so vom Finish ein bisschen an so Karten wie das Weiser oder so erinnert. Sehr schöne Karte. Ist ebenfalls eine Promo. Und zwar aus Yu-Gi-Oh! True Duel Monsters Succeed Memories. Das war eine von 5 Promos. Also ihr merkt schon, deutlich weniger Promos als beim letzten Spiel. Und das ist die 4. Promo. Also wie beim Wars Raider auch die vorletzte Promo sozusagen. In diesem Spiel und die anderen Karten, die dort drin waren, das waren, ich glaube, Fairy Tail, Truesdale, Cypher Soldier,
Slade Soldier und Rigorous Reaver. Letzteren kennen wir ja auch vor allen Dingen aus den Anfängen von Duel Links und als ziemlich teure Ultra Rare aus einem der Tournament Packs. Ja, ihr seht auf jeden Fall sehr schön. Ich halte das auch gerne noch mal ein bisschen näher hin. Ja, also ist eine unglaublich tolle Karte. Ist meine erste, muss ich ganz ehrlich sagen. Hab die vorher noch nie gehabt. Es gibt auch was, was ich nicht habe. Jetzt kommen wir zu einem etwas moderneren Print. Man sieht es auch direkt. Das ist der DD-Angreifer. Der kommt, oder der hat das Kürzel 15AXJPM28. Wer sich ein bisschen öfter mit japanischen Karten beschäftigt, dem wird das Set 15AX was sagen. Das begegnet einem öfter in der OCG-Welt, sage ich jetzt mal. Und ja, das Set heißt aber natürlich nicht 15AX, sondern das heißt Duelist Road Piece of Memory. Und es gibt zwei verschiedene Variationen davon. Es gibt einmal die Yugimoto und einmal die Yami-Yugi-Version, die jeweils aus 59 Karten bestehen. In dem Set wurden übrigens auch die Millennium Rares eingeführt. Es gibt auch Holographic, also Ghost Rares dort, zum Beispiel den ultimativen Blaue gegen Weißen Drachen. Sehr schön, habe ich auch ein paar tolle Karte, wirklich tolle Karte. Erschienen ist das Set übrigens am 10.01.2015 und es war auch OCG-exklusiv. Den haben wir hier jetzt eben in Secret Rare. Ich persönlich, wir kennen sie ja auch mit Emis, dem Unendlichen, als Promo-Version Super Rare. Da gefällt es mir ein bisschen besser als in Secret, aber trotzdem nice to have. Jetzt kommen wir zum richtig alten Kauknochen. Das ist der DD Krieger. Der kommt tatsächlich noch aus dem Volume Pack 7 und hier sehen wir auch das ganz alte Layout, wie ich es eben noch angesprochen hatte. Seht ihr hier oben, der Balken mit Namen und Attribut ist genauso breit wie das Bild und nicht leicht länger. Dementsprechend, ja, ich halte das auch hier nochmal ganz kurz daneben zum Vergleich. Seht ihr das oben? Die ist ein bisschen breiter. Gut. Die ist leider Gottes nicht mehr ganz Near Mint. Sie ist wirklich in einem sauguten Zustand, aber sie hat hier unten so einen kleinen Schmiss. Abgesehen davon ist sie wirklich top. Sie ist wirklich sehr alt, wie gesagt, Volume 7. Sie hat hier weder das Auge von Anubis noch eine Set-Bezeichnung. Das Volume Pack 7 war das letzte Volume Pack. Danach ging die Booster-Serie los. Und ja, dieses Set hieß tatsächlich einfach nur Booster. Es war übrigens eine von vier Super Rares in dem Set, welches am 27.01. im Jahre 2000 released wurde. Sehr schön. Gibt es übrigens auch als Ultra Rare, ziemlich teuer aus einem Tournament Pack. Ja gut, jetzt wird es halt ein bisschen mehr random, sage ich mal. Da haben wir jetzt den Bunter gegen Schwerkraftdrachen. Natürlich hier ein Ultimate Rare aus Breakers of Shadow. Ja, die Karte verfolgt uns ja sowieso. Die ist in Extra Secret Parallel Rare. Die habe ich schon ein paar Mal gekauft, ein paar Mal geschenkt bekommen. War auch eine Promo und mit anderen Karten noch zusammen. Und ja, ist auf jeden Fall schön, noch ein weiteres Exemplar davon zu haben. Dann natürlich ein Crawler, aber und Super Rare, hier Ulti. Dann die Link-Monster-Karte der, wie heißen sie? Diese orchestralen Dinger, Orcrust oder wie die heißen. Haben wir hier schon ein paar Mal in Ultimate gesehen aus Japan. Jetzt sehen wir mal den Secret Rare. So das Boss-Monster, das große Link-Monster von denen, sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Ich mag dieses Archetype. Jetzt kommen wir zu einer Collector's Rare, zu der ich zum einen sagen muss, dass sie zur Abgabe ist, denn ich habe schon meine 9 Stück davon. Ich bin allerdings, wenn ihr die bei mir kauft, wesentlich teurer als mein Händler. Ich verlange Minimum 10 Euro dafür. Na, bei meinem Händler kriegt er sie für 4. Muss man ganz ehrlich sagen, ich krieg's nicht übers Herz, die für weniger abzugeben. Jetzt muss ich mal ganz kurz hier aus dem Bild raus, damit ich hier nicht spoiler. So, ich will euch nämlich mal zeigen, was Collector's Rare ist. Dafür holen wir die mal ran. Seht ihr das? Das ist Collector's Rare, das ist eine, das ist Ultimate nur 10.000 Mal geiler. Zum einen schimmern die Farben richtig Regenbogen, wenn die Lichtverhältnisse richtig sind. Und wie ihr seht, ist das alles so aufgesplittet, ja. Und das ist halt einfach richtig, richtig krass. Ja, ihr seht das, das ist einfach unbeschreiblich. Das sieht so schön aus. Und deswegen, ich liebe Collector's Rare. Es gehört zu meinen Lieblingsraritäten auf jeden Fall. Und zu guter Letzt haben wir eine Karte, die kennt ihr. Die kennt ihr alle und zwar sehr gut. Das ist die Karte Tragödie. Ja, genau, Leute, das ist Tragödie. Die hat im OCG ein komplett anderes Artwork. Während es bei uns irgendwie so ein Vibe ist, das sich irgendwie vor Schreck wegdreht oder so, ist es hier halt eine Guillotine in Ultimate Rare. Da habe ich auch schon ein paar Exemplare. Die war relativ selten damals. Ich weiß nicht, wie teuer die heute ist. Aber teuer kann sie nicht sein. Ich habe wirklich für alles 57 Euro bezahlt. Also das ist gar nichts. Sowas in der Richtung, wenn ich mich nicht verguckt habe. Am Schluss ist bloß die Karte, die 57 gekostet hat, wenn ich glaube, es war die ganze Sendung. Gut, jetzt gucken wir uns mal die Super Rares aus dem Link Rain Pack an. Da haben wir hier zum ersten die Harpie Conductor
eine sehr schöne Harpien-Karte, schöner Harpien-Support, gefällt mir echt gut. Also wirklich eine Harpie würdig. Weiter geht es mit, oh Gott, wie hieß die nochmal? Condemned Darklord, irgendwie so. Auf jeden Fall eine sehr schöne Darklord-Karte. Interessanterweise sieht sie der verfluchten Jungfer sowie der verfluchten Hexe recht ähnlich. Die haben nämlich auch diese, ich zeig's mal kurz hier mit einem Bleistift, meine Finger sind einfach zu dick. Seht ihr das? Die haben auch diese Ringe hier. Seht ihr das? Das meine ich, diese Dinger, die hier weggehen. Hier. Das haben die auch, 1:1. Und deswegen habe ich auch die verfluchte Jungfer und die verfluchte Hexe am Anfang richtig verwechselt. Ich dachte, die verfluchte Hexe sei die verfluchte Jungfer, nur ein Reprint davon. Also das auf jeden Fall, ja, richtig nice. Sieht auf jeden Fall spitze aus, muss man einfach sagen. Dann haben wir, ich lasse mal zur Seite, dann haben wir hier den Extra-Held Dread Decimator oder Decimator, keine Ahnung, wie man ausspricht. Und ja, den finde ich so mittelmäßig, er ist nicht hässlich, er ist aber auch nicht wunderschön. Ich finde halt, der Hintergrund ist irgendwie ziemlich fancy. Den kennen wir auch, den haben wir, glaube ich, in den Legendary Decks in Ultra Rare bekommen, soweit ich weiß. Genau wie dieses, ach Gott, Nordisch Link Monster, das da dabei war in diesen Decks. Ist auch hier in dem Set, ich habe auch schon ein, zwei gespendet bekommen. Gibt es auch in einem Video. Weiter geht's mit dem Psyframe Lord Mamda oder irgendwie so Mamla oder keine Ahnung, irgendwie so in der Richtung heißt der. Mamda, Matba, irgendwie so. Den Namen habe ich jetzt leider nicht mehr so wirklich im Kopf. Aber es ist auch ein sehr schön designtes Monster. Also früher mochte ich ja die Psyframes gar nicht, die waren mir zu modern. Nicht wirklich oldschool, aber nachdem ich mich daran gewöhnt habe, konnte ich mich auch wirklich sehr gut mit diesen Artworks anfreunden. Gibt es allerdings auch bessere als den, also es ist nicht der schönste. Die ist jetzt ein bisschen overdesigned und gehört tatsächlich zu einem ziemlich alten Thema. Und zwar ist das Celestian Knight Lord Parzath, also der gehört tatsächlich zu diesen Parzath-Rittern. Kennen wir aus ganz, ganz alten Sets, Ende Duel Monsters, Anfang GX. Und die kriegen jetzt eben auch ihre Link-Monster oder ihr Link-Monster. Hat aber meiner Meinung nach relativ wenig Ähnlichkeit optisch mit diesen Monstern, abgesehen von diesen Flügeln vielleicht. Und ist halt, ich finde sie cool, ich finde sie schön, ja, ich will nicht sagen, dass sie hässlich ist, ja, sie ist schön designt, aber sie ist irgendwie auch overdesigned, muss man einfach so sagen. Ja, so leid es mir tut. Ja, dann haben wir eine Karte, die heißt, oh Gott, die gehört zu den Trap Tricks Sera, glaube ich. Und ich finde, sie ist hübsch, ja, also jetzt nichts, was mich irgendwie vor Freude zum Weinen bringt, aber sie ist hübsch, aber sie vom Zeichenstil her irgendwie keine Trap Tricks. Ja, ich finde vom Zeichenstil her ist das einfach keine Trap Tricks. Weiter geht's mit, die haben wir hier gleich zweimal, mit dem Speedroid Gom Gun. Den finde ich dafür, dass es ein Speedroid ist, tatsächlich relativ cool. Es gibt nur wenige Speedroids, die mir optisch gefallen und er gehört tatsächlich dazu. Finde ich nice, also gefällt mir. Das sind auch meine ersten. Also das hier waren jetzt tatsächlich Karten, die ich bisher nur ein, maximal zweimal habe. Jetzt kommen wir noch zu den Rares, die hier dabei waren. Sehr schön ist hier Babuska im unzensierten Artwork. Bei uns hat er hier ein Kissen und so weiter und hier hat er Bierflaschen und Bierdosen, alles mögliche. Ist halt einfach richtig nice. Ja. Ich mag das Artwork. Das ist einfach so, die ist so fertig, die Karte. Ja. Dann haben wir den Überfallraptor Ultimativa Falke. Einmal, zweimal haben wir hier den Überfallraptor Satellitenkanonenfalke. Die kam, glaube ich, bisher nur in Highspeed Riders raus und war dort sogar ein paar Euro wert. Dann haben wir den Schrottdrachen, das ist eine 5Ds-Karte, die kam in Ulti und Ulti und so weiter raus, meines Wissens nach, war also schon eine High-Rare-Karte. Und ich glaube auch damals das Schrottboss-Monster oder eines der Schrottboss-Monster. Ein bisschen Nostalgie, warum nicht? Das jetzt ist wieder eine etwas neuere Karte, die habe ich hier auch zweimal, die haben wir letztens schon in dem Spenden-Opening gesehen, da war sie auch zweimal drin. Das ist Dracheneinheit Brache oder Bretsch oder keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ist eine relativ coole Dracheneinheit-Karte, allerdings habe ich auch schon geilere gesehen. Also speziell bei den Synchro-Monstern waren schon schönere dabei. Vor allen Dingen die, wo in Cymatic Horizon rauskam, die Ultra, war einfach der Hammer. Dann haben wir hier die Harpien-Tänzerin. Bei uns müsste sie zensiert sein, sofern sie dann draußen ist, da bin ich mir gerade nicht sicher. Wenn sie kommt, wird sie das wohl auf jeden Fall werden. Hier ist sie natürlich dann unzensiert, man sieht relativ viel Haut. Und ja, ist aber auch eine schöne Harpie, also finde ich nice, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann haben wir, oh, wie hieß der Schlawiner nochmal? Das war legendäre 6 Samurai Kaniki oder irgendwie so.
ja, irgendwie sowas in der Richtung. Aber, ja, ist ein alter Bekannter sozusagen, haben wir hier zweimal. Was ich sehr cool finde, ist dann diese hier. Das ist der goldene Sarkophag in Rare, zweimal. Und ich finde, in Rare sieht sie einfach irgendwie edel aus, ja. Muss man einfach so sagen. Fokussierst du? Ja, du fokussierst. Genau. Und zu guter Letzt, bevor ich es vergesse, Phantomritter Klinge oder wie die hieß. Ja, Phantomritter fand ich sowieso immer schon geil. Kann man einfach nicht mehr zu sagen. Das soll es gewesen sein für heute. Ich hoffe, euch hat die Folge genauso gut gefallen wie mir. Wir sehen uns dann zu einer weiteren Folge Neuzugänge. Und bis dahin, macht's gut und haltet die Ohren steif.